Hi, hallo und herzlich willkommen zu meinem Freitagsvideo. Ja, entschuldigt, ich habe gerade noch ein Video in der Pipeline und da kann man durcheinander kommen. Ja, ich habe euch heute eine Geschichte nach dem Motto Dinge, die einem irgendwie ganz komisch sind, aber die trotzdem passieren können. Also, mir ist Folgendes passiert. Ich, Hasenmutter aus Leidenschaft, mit Inbrunst und Engagement. Jetzt guckt mein Hase mich gerade an mit so einem Blick, der sagt, von wem hat sie es? Aber ich bin wirklich engagiert, wenn es um ihn geht. Bin letzte Woche am Samstag. Nee, vorletzte Woche war es sogar schon Samstag. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also auf jeden Fall ist es jetzt bei mir aktuellen Stand der Woche her und da ich etwas vorproduziere, ja. Ich komme durcheinander. Also bei euch ist es auf jeden Fall ein Samstag plus. Weil heute Samstag ist und heute ist es eine Woche her. Also, wenn ihr das seht, ist es ja schon Freitag und kurz vor der zweiten Woche. Ja, praktisch, wenn man sich das so, wenn man es mal umrechnen kann. Ja, auf jeden Fall bin ich dann so völlig engagiert, des Morgens in meinem warmen, kuscheligen Bett gelegen. Und dachte an nichts Böses. Und plötzlich höre ich so ein hohes Fiepsen und dazu noch Gescharre und Getue und ich dachte, und dann so Gerenne. Und ich dachte in dem Moment, der kleine Kerl, der geht mir gerade hops und wartet da ängstlich. Aber ich war halt noch so im totalen Halbschlaf, ich eher so als wach. Geh dann los und denk so, okay, gut, jetzt musst du gucken, wie du das jetzt hinkriegst und überhaupt. Aber ich wollte jetzt auch nicht so ganz 100 pro aufwachen, weil immer wenn ich beide Augen aufmache, werde ich wach. Also gehe ich mit so einem Auge geschlossen los und denke so, könnte jetzt nicht schlecht sein. Und bin so voll stolz auf meine Leistung, dass ich überhaupt aufgestanden bin. Da bin ich auch viel schnell aufgestanden. Weil mir war dann auch dribbelig und dann ungefähr an der Tür zu meinem Zimmer, so zwischen, also ich bin, also damit ihr jetzt ein bisschen besser versteht, bei mir in der Wohnung ist es so, bei uns in der Wohnung, nicht bei mir, also ist ja nicht meine Wohnung, sondern die von meinen Eltern. Ja, aber auf jeden Fall bei uns zu Hause ist es so, dass meine Eltern, das Schlafzimmer von meinen Eltern, ist ein Durchgangszimmer und das Zimmer geht durch zu meinem Zimmer. Und dadurch, dass ich dann da das Durchgangszimmer da ist, ich erzähle gerade, wie es mich um Tür gewickelt hat. Ja, Türke wirklich, ja klar, läuft einfach durch. Meine Qualitätsvideos müssen auch nicht 2019 brauchen es auch nicht mehr Qualität als 2018. Ja, auf jeden Fall. Ich bin gerade dabei, das Zimmer ein bisschen zu beschreiben, damit man es besser versteht. Ja, auf jeden Fall ist das ein Durchgangszimmer und dadurch, dass meine Mom eher im Büro schläft, weil wie ihr vielleicht schon aus einem anderen Video wisst, haben wir einen Bettenüberschuss. Wir haben insgesamt, glaube ich, 5 Betten. Ja, doch, könnt hinkommen. Und dann noch ein Sofa. Ja, auf jeden Fall. Meine Mom schläft eher im Büro, weil mein Vater furchtbar schnarcht. Da ist sie deswegen vor Jahren mal umgezogen und irgendwie ist das noch so beibehalten. Und ja. Ja, und dann ist es so, dass da im Schlafzimmer inzwischen, da schläft irgendwie jeder mal so, wenn es denn danach ist oder auch keiner. Oder auf jeden Fall haben wir da auch einen riesengroßen Kleiderstange, ne? Wie würdest du es nennen, Marmille? Ja, Kleiderstange. Also wir haben da eine Kleiderstange und dann ist da noch ein riesengroßer. Also das gibt jetzt die Qualität meines Videos echt voll nach. Hinter dem Video. Obwohl ich sagen muss, das ist schön hinter Maman. Ja, auf jeden Fall ist da dann so ein Kleiderständer und so ein riesiger, flauschiger, weißer Teppich. Und, mein Gott, mein Hase fusselt, entschuldigt. Das ist gerade nicht schön. Ja, und
Dann ist da halt die Tür und dann direkt meine Tür. Okay, jetzt habt ihr ungefähr ein Bild, wie es aussieht. Ja, ihr habt wahrscheinlich gar kein Bild, wie es aussieht. Das ist so wirr, wie ich das beschrieben habe, könnte ich jetzt gerade noch sagen. Und hinten drüben sitzt ein Elefanten. Also, ja gut, meine Beschreibung ist nicht gut. Ja, aber vielleicht könnt ihr es euch so ungefähr vorstellen. Auf jeden Fall bin ich dann so im Halbschlaf, so Halbschlaf gepaart mit kompletten Kreislaufproblemen wegen zu schnellem Aufstehens, bin ich dann auf jeden Fall aufgespritzt, wie meine Mutter es formulierte, und wollte so schnell wie möglich zu meinem Hasen, was ja gar nicht so weit ist, weil das Büro ist eigentlich echt nur so 3, 4 Schritte weiter. Und ja, auf jeden Fall bin ich dann, hat's, ist dann, das ist passierte, was passieren musste. Ich weiß nicht, was passiert ist. Entweder ich bin ausgerutscht oder mir strimmelig geworden oder wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich dann noch vor der halb geschlossenen Tür, hat es mich dann hingenüschelt, würde ich so sagen. Und ich habe in dem Moment dann die Tür gesehen. Ich habe den Kleiderständer gesehen. Also es ist nicht so ein kleines Ding, das sieht schon ein Riesenteil, also verhältnismäßig. Und wenn man sich da im Kopf dran haut, das merkt man, das könnt ihr mir glauben. Und ja, und dann habe ich noch den Teppich gesehen und dann habe ich so in einer Sekunde des hellen Momentes überlegt, wie falle ich jetzt am besten, dass ich mir am wenigsten tue. Und so bin ich dann volle Kanne, hat es mich dann da vor den Kleiderständer ganz knapp wirklich nur so ein Stück weiter und ich hätte mir den Kopf angehauen. Und so ein Stück war weiter nach hinten und mich jetzt volle Kanne auf den Boden genüschelt. Aber ich habe es geschafft, auf dem Flocati zu landen. Aber oh, jetzt sage ich doch das, was es am Teppich ist. Na gut. Aber so. Auf unserem schönen, flauschigen Teppich zu landen. Und ja, dann habe ich so der erste Gedanke, der mir in dem Moment gekommen ist, war, jetzt bin ich kaputt. Ich dachte echt so, okay, Mist. Mal schauen, was habe ich mir jetzt alles gebrochen? So, was hast du dir noch, was ist noch heile und was ist gebrochen? Und ja, das Ergebnis war, ich bin ja wirklich so geflogen, dass ich mit der Hand, die habe ich noch mit letzter Gedanken so gemacht, damit ich gedacht habe, wenn du so fliegst, dann brichst du dir alle Finger durch bei der Wucht, wie du gerade aufkommst. Und ja, also ich bin dann auf meine Kniescheibe und meine Hand geflogen. Und das Ergebnis von dem ganzen Unfall, weswegen ich auch nur gerade so machen konnte, ist, ich habe mir die Hand geprellt. Also im Moment ist es ohne Verband, aber ich laufe gerade nur mit Verband rum eigentlich. Aber die Haut braucht halt manchmal Luft und wenn du da jetzt drauf steigst, das wäre echt fies. Und ja, auf jeden Fall habe ich mir die Knöchel, natürlich, ich kann es nicht mit der anderen Hand zeigen, aber ich habe mir die Knöchel geprellt. Und dann die Fingerspitzen, da habe ich einen Bluterguss. Und am Handgelenk habe ich mich gezerrt. Also im Fachkreis nennt man das dann Strike alle Neune. Ein, aber es ist halt echt so. Ja, und alles in allem, es tut weh. Es ist echt unangenehm und ich arbeite jetzt seit einer Woche praktisch nur mit einer Hand und so langsam kriege ich ein Tennisgelenk hier, so gefühlt. Was denn? Frag mal Boris Becker, der hat bestimmt auch schon mal einen Tennisarm gehabt. Der hat aber noch mehr Verständnis gerade als Mami, die schon seit 3 Jahren mit nur einer Hand arbeiten muss. Meine Mutter hat nämlich die Gicht in der Hand, oder? Verletztes Daumensattelgelenk. Oh, Mama hat ein verletztes Daumensattelgelenk. Kann man da nicht irgendwie sowas schnippschnappen, damit es wieder geht? Da darf man ein Vierteljahr gar nichts machen. Oh. Wie lange ist denn ein Vierteljahr? 3 Monate. Da ist die Schwangerschaft länger. Wäre schön. Alles Ja, aber du hast ja schön. deine Hand eh nicht. Also ich meine, ändert sie dann. Kannst du denn dann auch nicht Auto fahren? Also mit der OP könntest du noch Auto fahren. Nee. Okay.
Hasen die Wände anstarren. Entschuldigt, mein Hase sitzt da gerade und starrt die Wand an so. Ja, nö, scheint unangenehm zu sein. Ich bin in 6 Wochen durch. Jetzt sind es sogar nur noch 5. Ja. Ja, also auf jeden Fall habe ich jetzt noch länger was von meiner Hand und ich auch. Und alles in allem, obwohl es Ja, danke. so eine Geschichte ist, wo auch wirklich fies hätte enden können, nämlich mit so blutig geschlagenem Schädel oder durchgeknackstem Genick oder weißt du gar was, habe ich mit ein bisschen Skill und gutem alten Falltechniken aus dem Eislauf-Ballett-Zeiten es geschafft, so zu fallen, dass meine Mutter zum einen immer sagt, sie ist elegant geflogen und zum anderen mein Vater es mit dem wunderbaren Titel betitelt hat, als es dich um die Tür wickelte, mein Kind. Ja, also ich vermute, wäre auch nichts geprellt gewesen, wenn ich nicht so furchtbar schlechte Handgelenke, also das ist so ein Schwachpunkt von mir, meine Handgelenke. Es liegt noch an der alten Rachitis aus der Zeit vom Ja, Kinderheim. jetzt reicht's. Jetzt Jetzt mach den Break. könntest du mal bitte, ich versuche hier gerade eine Cross-Promo für meine Lebensgeschichte zu machen. Könntest du jetzt mal nicht aus der Kinderheimzeit. Könnt ihr alles in meiner guten alten Lebensgeschichte in 5 Minuten Videolistens anschauen? Siehst du, das wollte ich machen. Trotzdem wie meine guten alten Übergang. Ja, gut. Das ist alles, was ich euch dazu zu erzählen habe. Schreibt mir unglaublich gerne mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Was denn? Und zwar nicht das Handgelenk, es war Hä? der Parkettboden. Was war der Parkettboden? Meinst du jetzt so, das war der Parkettboden im Musikzimmer mit dem Eimer Der oder was? Türstock, Ach das so, Bolz. ich bin voll auf den Flocati. Ey, ich habe mich noch auf den Flocati geschmissen, noch mit letzter Energie und so. Das Also war gut. gut, dann abspannen. Ja, Mann, versuche ich ja. Gut, also, schreibt mir unglaublich gerne, ob ihr das auch schon kennt oder ob euch sowas in der Art schon mal passiert ist. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an die bell.read@outlook.com. Hey, was ist denn das? Ach du Haje, gucke mal, Mama. Ja, ein blauer Fleck. Da gibt es ja doch noch ein paar mehr. Du das erste Mal gesehen. Tut mir leid. Wir sehen uns dann wieder bei dem nächsten Video. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Ich hau mich noch schnell an die Wand, damit es auch wirklich sich lohnt. Wir sehen uns. Tschüss.